Hallihallo ihr Lieben, heute möchte ich euch einen kleinen DM-Haul zeigen. Und zwar war ich mal wieder bei DM und habe eigentlich eher hauptsächlich P2-Produkte gekauft, auch Sachen aus der neuen P2-LE, Square Affair. Und dann werde ich euch das jetzt mal alles zeigen. So, fangen wir mal mit diesen zwei Volume Gloss Lacken an. Ich glaube, der Türkise ist eventuell neu ins Sortiment gekommen. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall hat P2 jetzt ein paar neue Lacke ins Sortiment bekommen. Ja, und wenn euch Nagellacke interessieren, würde ich sagen, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und diese Lacke heißen 130 Fresh Sister und der rosane hat die Nummer 010 und heißt Little Princess. Außerdem ganz neu im Essenssortiment ist diese P2 Satin Supreme Polish Reihe. Und da habe ich mir jetzt mal diesen hellblauen mitgenommen mit dem Namen Royal Residence und der Nummer 050. Dann sind auch ein paar neue Lacke in die Color Victim Reihe gekommen, unter anderem dieser grüne. Und der hat die Nummer 999 und heißt Aloha Dreams. Kommen wir nun zu der P2 LE Square Affair. Da habe ich mir einmal diese Handcreme gekauft und die hat die Nummer 010 und heißt Fruity Scents. Und die riecht richtig gut, die riecht so nach Pfirsich und ja, auch wenn man sich die aufgetragen hat, riecht die irgendwie so nach frisch gewaschenen Händen und hat so einen fruchtigen Duft. Also die riecht wirklich gut. Dann habe ich mir noch einen Lippenstift gekauft und zwar in Schwarz, aber nur jetzt so für Halloween oder so. Und der hat die Nummer 030 Royal Black. Ich kann ihn euch auch gerne mal swatchen. Ja, ist halt ein ganz normales Schwarz. Außerdem habe ich mir dann noch diesen Lidschatten hier gekauft. Der hat die Nummer 010 und heißt White Smartness. Den kann ich euch jetzt auch nochmal swatchen. So sieht der dann geswatcht aus. Ich denke mal, den kann man auch ganz gut als Highlighter benutzen und hat halt auch einen schönen Schimmer, einen schönen Glanz und ja. Kommen wir nun zu den letzten beiden Sachen, die nicht mehr von P2 sind. Und zwar habe ich mir da einmal diese Tücherbox gekauft, die sieht so aus und ist halt immer ganz praktisch, wenn man mal irgendwie schnauben muss oder was wegwischen muss. Und das letzte Produkt, was ich mir gekauft habe, ist ein Nagellack von Essence. Der hat die Nummer 164 und heißt Crazy Fancy Love. So ihr Lieben, das war's dann auch schon mit meinem kleinen DM-Haul. Ich hoffe, ihr habt vielleicht einen kleinen Einblick in die P2 Square Affair LE bekommen. Und ja, vielleicht wissen manche jetzt auch erst, dass es neue Lacke im Sortiment von P2 gibt und generell eine ganz neue Reihe von Lacken. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!